dass Sie heute die KI benutzen, um die Geschichte ein bisschen. Heute in dieser Lektion ist eigentlich die Idee, dass wir probieren, eine Kurzgeschichte besser zu verstehen. Die Kurzgeschichte hat sehr viele Leerstellen, Informationen, die fehlen. Und die Idee war jetzt, dass ich einen Prompt entwickelt habe für die Schülerinnen und Schüler, wo sie die KI futtern, zusammen mit dem Text. Und dass sie nachher ein fiktives Interview durchführen mit den Figuren im Text. Das ist praktisch, aber wie man gesagt hat, ist halt nicht immer alles richtig. Und darum muss man alles in der Frage, aber es ist eigentlich sehr praktisch. Gerade eben, was Textschreiben angeht, ich glaube, da kann er auch sehr gute Ideen geben. Schon nur. Ich finde es nicht so gut, wenn man immer alles kopiert von KI, aber sicher für Ideen zu bringen, finde ich, ist es sehr gut. Das ist natürlich immer die Gefahr, dass man einfach das Denken auslagert an die KI. Ich persönlich probiere es immer ein bisschen so zu machen, dass ich den Lernenden sage, brauchen die KI, aber brauchen sie gescheit. Jetzt gerade hier bei dieser Aufgabe hat es eins gehabt, wo er einfach nicht so genau hat geantwortet hat, was mir nicht wirklich hat weitergeholfen hat. Und da habe ich dann einfach nochmal nachgefragt, es eben genauer zu wissen, und da hat dann er gleich eine gute Antwort gegeben. Auch im Geografieunterricht ist KI gebraucht worden. Im Unterricht generell eigentlich nicht sehr viel, man braucht es nicht. Im Geo-Unterricht ein bisschen mehr. Jetzt hier zum Beispiel, um Sachen zu korrigieren, wenn man halt Begriff nie gesehen hat und nicht weiss, was das bedeutet und einfach Beschreibung auf OneNote steht und man es immer noch nicht versteht, kann man vielleicht den KI fragen, es einfacher zu erklären. Das hilft ab und zu. Also es geht viel schneller. Man kommt schnell zu einem Resultat. Natürlich, man muss nur einen Satz schreiben und es tut einem gerade antworten. Und das ist auch sehr praktisch. Auch. Künstliche Intelligenz kann auch praktisch sein für Vorträge. Wenn man zum Beispiel eine Info braucht und man die jetzt nicht auf dem normalen Internet findet, dann können wir auch so eine künstliche Intelligenz fragen. Aber ich probiere nachher die Info, die ich bekommen habe, wieder in meine eigenen Worte zu verfassen, damit es nicht einfach so genau gleich ist.